Ja, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder ein Video to Cambio. Heute geht es mal um die Eigenschaften. Das letzte Video war schon so, ist schon sogar, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Es war eine Version 2.7. Jetzt leben wir bei 4.3 und deswegen dachte ich, mache ich wieder mal eine neue Fassung und zeige nochmal die Funktion. Auf geht's. Ja, und zwar geht es um diese Auswahl hier, dass man sozusagen die Größe und Schwarz und so weiter Farbe auswählen kann. Und da habe ich einmal einen Testartikel vorbereitet, nämlich der Testartikel 5, da diese Auswahl jetzt noch nicht hat. Wir gehen also zuerst in den Admin-Bereich und dort auf Artikel-Eigenschaften. Und dort sehen wir jetzt schon die Originale, die Gambio dort vorbereitet hat. Klicken da einmal auf Eigenschaft plus und geben eine neue an, zum Beispiel Länge. Das kopiere ich einfach überall rein erstmal, auch wenn es normalerweise Deutsch und Englisch unterschieden wird. Anzeigeart Dropdown ist also wie in dem vorhergehenden Artikel. Und dann gibt es da als Bild Audio, Text, eingerahmter Text. Ich möchte mal die Demonstration auf Radio zeigen. Das ist quasi die Auswahl, wenn der Punkt vorne dran ist. Speichern. Über Plus können wir dann neue Werte hinterlegen. Zum Beispiel 1 Meter. Das kopiere ich jetzt auch wieder überall rein. Man könnte jetzt hier noch einen Bruttopreis hinterlegen. Dazu sage ich dann gleich nochmal was. Und auch ein Bild. Das erste Mal drei Auswahlwerte angeben. Meter. So, dieser Bruttopreis ist quasi, das ist ja die Auswahl wirklich für alle Artikel, also die globale Angabe. Und wenn man hier praktisch einen Preis angibt, dann wird das immer automatisch übernommen. Deswegen lasse ich das erstmal frei. Und jetzt haben wir halt hier, das muss man legen. Jetzt haben wir hier unsere drei Werte. Und jetzt gehen wir in Artikel und suchen in unseren Testartikel, in dem Fall Testartikel 5. Klicken hinten auf dem Pfeil und auf Eigenschaften. So, jetzt haben wir hier unsere drei Eigenschaften. Dort könnte man jetzt abhaken, was man möchte, und auf Kombination ermitteln gehen. Und nun haben wir unsere Kombinationen. Das sieht dann im Artikel so aus. Das kann man also nochmal auswählen. Alle Kombinationen sind möglich. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es gar nicht alle Werte gibt. In dem Fall den Plus hier vorne abhaken und zum Beispiel nur S und L mit gedrückter SDRG-Taste markieren. Und dazu meinetwegen die Farbe. Kombination erstellen. Und dann haben wir bei Größe nur zwei Auswahlmöglichkeiten. Und dann gibt es auch Kombinationen, die man selbst anlegen kann, zum Beispiel bei Farbe und Größe manuell. Und dann könnte man es selbst anlegen, zum Beispiel Größe S ist in Gold lieferbar, den Rest lasse ich jetzt einfach mal stehen. Dann M ist in Rot lieferbar. Und S nochmal mit Schwarz. Da haben wir jetzt drei Möglichkeiten. Und im Shop schaut es dann so aus. S wäre in dem Fall nur in diesen beiden Varianten möglich. Halt. So, jetzt möchte ich nochmal zeigen, wie unser Radiomenü aussieht.
Das war die Länge. Ich gebe mal die Farbe nochmal mit an. Automatisch. Und da haben wir dann die Länge in so einem Menü. Und auch hier kann man natürlich Kombinationen angeben. So, jetzt gehe ich noch einmal in den Artikel, Kategorien, und möchte noch mal zeigen, wie man das auch kopieren kann. Jetzt habe ich Artikel 5, hatte ich gerade angelegt, mit einem Häkchen hier vorne und einmal kopieren. Kann man jetzt die ganzen Einstellungen übernehmen. Verlinken wäre vom Prinzip, dass da bloß der Artikel noch einmal also verlinkt ist. Also er sieht aus im Show, als ob er zweimal da ist, aber wenn der eine gelöscht wird, ist der andere auch weg. Das halt mit duplizieren, das wäre das echte Kopieren. Das kann man alles übernehmen und die Eigenschaften sind automatisch mit dabei. So, hier unser Test Artikel 5, den schalten wir gleich ein. Und wenn wir in die Eigenschaften schauen, sehen wir, dass das schon so übernommen wurde. Wenn wir den jetzt suchen, ist er dann schon hier. Und wenn er nicht da wäre, müsste man einmal in den Cache gehen und einmal die Seitenausgabe leeren. Genau. Ja, damit hätten wir eigentlich das Thema schon durch. Es ist nicht kompliziert. Und ja, für Fragen stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Wenn das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, gerne eine Information in Kommentare, weil es jetzt nicht gut war. Oder weitere Ideen für Videos nehme ich natürlich auch gerne entgegen. Und damit dann bis das nächste Mal.